Schauen wir uns zum Abschluss bei den deutschen Vorstehhunden noch den ältesten deutschen Vorstehhund an, den Weimaraner. Bei ihm sollte es keine Probleme mit dem Erkennen geben. Er ist sehr gut an seinem silbergrauen Haar und seinen bernsteinfarbenen Augen zu erkennen. Den Weimaraner gibt es sowohl als kurz als auch als Langhaar. Der Weimaraner Kurzhaar ist zumeist kupiert, wohingegen der Weimaraner Langhaar unkupiert ist. Und nun wieder zurück an Alexandra. Wir haben hier die Gruppe der Weimaraner, sowohl Weimaraner Kurzhaar als auch Weimaraner Langhaar. Klassischer deutscher Vorstehhund, ganz typisch die silbergraue Farbe, sowohl im kurzen als auch im langen Fell, werden auch kupiert bei den Kurzhaarigen, die Langhaarigen werden ursprünglich nicht kupiert. Hier sieht man ganz klassisch, dass sich Hund und Herrchen doch im Idealfall sehr zueinander passen. Weil wenn ich selber nur 50 Kilo habe, brauche ich mir nicht einen Hund mit fast 45 Kilo anschaffen. So, also wie gesagt, ein Hund für die Vorsteharbeit, für die Arbeit im Wald, für die Wasserarbeit. Allrounder, wie er im Buche steht, kurzhaarig, hier in dem Falle haben wir einen Rüden. Eine junge Hündin von 7 Monaten, etwas schwerer im Schlag. Für den Vollgebrauch absolut geeignet, pflegeleicht im Fell, klassisch die hellen Augen. Sie dürfen dabei aber nicht stechend sein, sie sollen warmes Gelb haben. Gesunde Zähne haben sie alle, die müssen zupacken können. Das sind eben wirklich Hunde, die auch geschnallt werden, wenn mal krankes Wild da ist. Das müssen sie festhalten können, also müssen die Zähne auch funktionieren. Die werden, wenn sie ausgewachsen ist, wird sie um die 32, 33 Kilo haben. Also auch eben dementsprechend ein etwas größerer Hund schon. Hier in dem Falle eine ausgewachsene Hündin, etwas eleganter im Schlag. Ein 7 Monate alter junger Rüde, auch Weimaraner kurzhaarig. Und ganz hinten 2 Langhaar-Weimaraner. Ist in dem Falle kupiert, weil er aus dem kurzhaarigen Wurf kommt. Kurzhaarige haben auch langhaariges Gen mit bei. Muss man beim Aussuchen darauf achten, wenn man unbedingt einen kurzhaarigen haben will. Schön im Gebäude, leicht im Längsformat stehend, also etwas länger als hoch. Vom Fell her weich, sehr gepflegt, anliegend. Also wenn ich einen langhaarigen Hund möchte, den ich im Vollgebrauch führen kann und ich für die Farbe einfach ein Faible habe, ist das ein idealer Hund. Nett im Umgang, aber eben auch vom Größenverhältnis her. Ich bin 1,65 Meter groß, ist das schon ein ordentlicher Hund. Ist ein eleganter Hund, braucht eine konsequente Hand. Sie haben einen natürlichen Schutztrieb, nicht nur einen guten Trieb, dem Wild hinterherzugehen, sondern auch eben ihre Besitzer zu schützen. Wirkt sehr vornehm, ist aber, wie gesagt, ein Hund mit sehr viel Jagdtrieb und sollte definitiv eigentlich nur in Jägerhände gehören. Also wenn ich mich für so einen Hund entscheide, muss ich wissen, ich muss konsequent sein. Also gute Erziehung, wichtig. Ansonsten wasserfreudig, im Wald auf der Drückjagd, auf der Nachsuche, für alles zu gebrauchen. Jetzt sehen wir hier mal kleine Apportierübungen von einem Weimaraner Rüden. Da ist egal, was ich hinlege, er hat das einfach alles zu bringen. Wenn der Befehl kommt, Apport, hat er das zu tun. Möchtest du deine Jagdprüfung sicher bestehen? Das E-Learning der Jägerschmiede hilft dir dabei. Erlebe eine spannende Lernreise mit modernster Didaktik. Klicke dich Schritt für Schritt durch die Themengebiete und erlebe einen Mix aus Lehrvideos, Illustrationen, Texten und Quizfragen. Unser E-Learning ist für jedes Bundesland geeignet und unabhängig von deiner Jagdschule nutzbar. Pro Jahr tausende zufriedene und begeisterte Jagdschülerinnen und Jagdschüler, die erfolgreich mit unserer Hilfe die Jagdprüfung bestehen. Werde Teil der Jägerschmiede-Community und buche noch heute deinen Zugang auf jägerschmiede.de. Wir freuen uns auf dich!